Tag, Leute! Es ist soweit! Der finale Part von Agony! Ja, wir haben eben Scheiße gebaut. Wir sind hier einfach auf das Monster raufgelaufen. Wir müssen aber weiterlaufen. Und zwar hier durch, so schnell wie möglich. Komm schon. Wow. Und dann müssen wir hier in diesen Onkel rein. Guckt ihn euch an. Mr. Riesenbig Dick. Mit Hörnern. Und da, guck mal, wie klein. Ihr wisst doch, der Teufel, der uns überrannt hat. Ja, da können wir einfach durch. Mach auf! Ja, jetzt wetzen wir alles nieder. Wir sind jetzt der Oberdevil mit den langen Dingern hier. Wo ich erst dachte, das wären Zungen oder so. Na, was bist du, ein Oskeli? Nee, dann lass ich dich mal leben. Ein paar Teufel können wir ja leben lassen. Stirb. Stirbt alle ihr kleinen Schlampen. Ihr Devils und Schlampen und Stricher. Guck mal. Ja, guck mal. So gehört sich das, du Nutte. So, und dann geht's hier durch das nächste Tor. Hey. Bugs. Mr. Bug, hör auf zu buggen. Im finalen Part wollen wir nicht buggen. Wow. Da, guck, da ist unser Feind. Der hat uns eben zertrampelt mit der roten Göttin auf der Schulter. Wow! Was jetzt? Müssen wir jetzt gegen dich fighten oder was? Komm her! Komm doch her! Okay, dann gehe ich weiter, wenn du nicht herkommst. Aber wir sind hier ungefähr eine Größe, nur dass er noch diese Flügel hat. Boah, die fighten automatisch. Ich kann gar nichts machen. Ja, natürlich ziehen wir den Kürzeren. War doch klar. Deswegen wollte ich auch weglaufen. Okay. Aber die nächste Seele steht bereit. Und zwar diesmal wieder ein Oskeli. Der kann schnell laufen, wie ihr ja wisst. Somit, wollte ich gerade sagen, somit sollte es kein Problem sein, hier wegzulaufen. Ja, so kann es gehen. Und wie ihr wisst, auch im letzten Part, also im finalen Part, müssen wir den gesamten Weg nochmal laufen. Den ich eben rausgeschnitten habe. Nee, doch nicht. Okay. Das Spiel hat Erbarmen zum Schluss. Wow. Womit habe ich das verdient? Wow, dass sie jetzt nochmal zum Ende das hier mit mir machen. Wow, danke Spiel. Du bist echt geil. So, lauf, 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 lauf. Lassen wir jetzt mal alle am Leben. Ich will hier nur raus. Ich will nur raus hier, um nochmal die Kampfszene anzusehen. Und damit Moskiti wieder diesen Sprung da machen. Oder müssen wir vielleicht woanders hinspringen? Ich weiß es nicht. Könnte sein, dass ich nur falsch war. Aber wahrscheinlich lag das wieder an den Bugs. Und dass ich im falschen Moment irgendwas gedrückt habe oder so. Denke ich mal. Süße Maus. Kämpf mal gegen uns. Puh, der Succubus ist auf der Schulter, allein die rote Göttin da. Die können wir doch eigentlich runterkicken. Dann stirbt sie, dumme Schlampe. Ja, jetzt haust du uns da hinten rein. Diese Szene ist mir bekannt.
Und jetzt sind wir der Oskiri. So, können wir denn da an ihm vorbei oder müssen wir darüber? Das sah für mich so aus, als müsste man darüber springen. Ne? Das sieht doch so aus, als müsste man da hin. Oder müssen wir hier? Ich kann ja mal gucken. Nee, das geht nicht. Wir müssen darüber. Wir müssen darüber. Okay, nochmal versuchen. Go. Lauf. Hä, aber warum geht das nicht? Hä? Was? Ich verstehe nichts mehr. Wieso geht das nicht? Hä, was für Verarsche. Puh. Ja, okay. Mache ich einen kurzen Schnitt. So, okay Leute, wir sind wieder da. Und jetzt geht's natürlich. Kaum mache ich mal einen Schnitt, dann geht's, ne? Alles klar. So. Weiter. Hier hoch vielleicht. Bitte, bitte, schneller. Ich weiß nicht, wie viel Energie ich habe. Wie lange das hier hält, in diesem Oskili. Müssen wir jetzt darüber oder was? Boah, verarschen. Lauf dann doch mal. Wow. Ja, und jetzt? Was? Nö. Gott, das wird ja immer schmaler. Okay. Bis jetzt noch alles machbar. Boah. So, und jetzt? Jetzt sind wir hier. Und jetzt, was bringt das jetzt alles? Jetzt sind wir wieder hier. Auf der Seite. Boah, Alter, ich sehe nichts mehr. Was soll das denn? Ich sehe weder den Weg noch sonst irgendwas. Wo sollen wir denn hin? Sollen wir dem in die Arme laufen? Oder... Hä? Hab ich eine Idee hier? Können wir mal eine Idee geben? Ich brauche eine Idee. Boah, scheiße. Da fliegt irgendwas auf uns. Na gut, dann... Keine Idee kommt. Springen wir eben in den Tod. Bis gleich. Eieieiei. Na gut, wir stehen hier. Sammeln unsere Energie. Und. Boom. Somit fetzt das alles ab. Und alles weitere, was wir in dieser billigen Piss-Grafik erkennen können, ist, dass jetzt dadurch das irgendwie kaputt gegangen ist. Und wir können hier rüber. Jump. Okay. Jetzt sind wir hier. Laufen wir einfach mal rein in sein Tempelchen, was er hier komplett zerstört hat. Was auch immer alles jetzt gerade für einen Sinn hat. Ich checke überhaupt nichts mehr von dem Spiel. Ich checke gar nichts mehr. Ich weiß nicht, was hier überhaupt eine Sache ist. Es ist einfach nur insane und crazy und macht da gar keinen Sinn. So, kommen wir jetzt hier denn irgendwie rüber oder so? Oder ist das jetzt so verbuggt? Also das kann er nicht machen. Kann er nicht rüber. Das ist zu hoch für ihn oder was? Oder wie? Das ist dann eh auch zu hoch für den. So, wo sollen wir dann hin? Hier runter vielleicht? Nee, da geht's nicht weiter. So, gut. Dann wieder hier runter. Müssen wir irgendeinen Weg finden. Achso, da ist noch mal so ein Ding. Gut, das müssen wir auch noch mal kaputt machen. Alles klar. Dadurch passiert jetzt was? Das Ding hier lebendig oder wie? Oder stirbt oder was? Okay, dadurch passiert, dass wir jetzt sterben. Das Viech beißt dem Oskiri den Kopf ab. Hm, und schmeckt's? Nice. Das bekommt ihr wohl nicht so. Oskilis kann er nicht so gut fressen. Das kann er nicht so gut verdauen. So. Oh, wir können ihn spielen. Rote Göttin, ich zermatsche dich. Hm. Du fragst, ist das eine Filmsequenz oder? Ja, es ist eine Filmsequenz. Ich dachte eben, ich könnte ihn lenken. Ne, jetzt kann ich ihn doch lenken. Oder wie jetzt? Hä? Irgendwie nur so halb, oder was? Jetzt heißt du stirbst oder so, wenn ich mich hier nicht bewege. Ich drücke mal einfach den Stick nach vorne.
Ja, höher, komm. Go, 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 go. Das ist Batman-Musik. Und jetzt rote Göttin. Ciao. Du bist tot. Alles explodiert. Wow. So many years, I wasn't able to force the simple mind of the beast to release its full aggression. It was your naive faith that made the indestructible boundaries open for good. My hero. Thanks to you, the earth will flow with the blood of the faithful, filling up my chalice. Aha. You've proven your manhood again. I won't forget about the promise given you. Don't worry. We will surely meet again. Ich will dich gar nicht mehr küssen, du hässliche Dreckschlampe. Live, my king. And now live, my king. Okay. Für das Ende des Menschen gibt es keine Heilung und man kennt keinen, der aus der Unterwelt wird. Okay. What the fuck? Ich bin am Ersiffeln. Was ist denn jetzt? Kriegsgebiet? Sieht aus wie an der Front. Ein Rettungsring. Wow, was ist da hinten? Das erlösende Königreich oder was? Das sieht nicht so erlösend aus, was da aus dem Wasser fleucht. Der lebt ja immer noch. Na gut, wie soll er auch gestorben sein? Ja, jetzt färbt sich das Wasser in tödliches rotes Blut, das wir nicht mehr berühren dürfen. Und... Aber was jetzt? Wir kämpfen werden wir ja wahrscheinlich nicht können, ne? Und die Göttin ist wieder oben drauf. Also eigentlich alles von vorne. Eigentlich alles wie eben. Ich sehe jetzt keinen Unterschied. Die scharlachrote Frau. Okay. Aha. Na denn? Okay, das war's. Das war das Spiel. Wow. Wow. Das war das beschissenste Ende, was ich jemals in einem Spiel gesehen habe. Also beschissener geht es nicht. Das Spiel kriegt eine glatte 5. Scheißspiel. Ehrlich jetzt. Boah, war das ein Scheißspiel. Also das der Endlevel und das Ende. Das ist sowas von das Gesamtspiel so verschlechtert, ja. Fucking shit. Also bleiben wir realistisch, ja. Es hatte auch seine guten Seiten. Deswegen keine 6. Ja, weil es war anfangs tatsächlich ein bisschen spannend und man dachte, was kommt jetzt auch storymäßig. Es war sehr verstörend. Es gab auch Scare Jumps im Wald, das war im zweiten Level. War es auch recht gut, so zwischenzeitlich würde ich sagen. Da hat es mir echt gefallen, da hätte ich auch gesagt, auf jeden Fall Kaufempfehlung. Ja, doch dann auf einmal, ab dem dritten Level so, Eispalast, da wurde es dann, da dachte ich noch, oh cool, das Eis, das sieht geil aus und so. Aber da gab es phasenweise so unlogische Scheißszenen, dass das Spiel, die Story, sowieso für den Arsch. Es hat alles so verschlimmert, es war alles schrecklich, es war einfach alles scheiße. Ab dem dritten Level dann und vierte und Ende und dann, dass man dann diese Symbole immer suchen muss. Es war nur nervig, frustrierend. Ich sag nur der Höllenfahrt, das da am Ende vom dritten Level. Es war alles grottig ab da. Es war nur Aufregen, es war nur zum Aufregen und es war einfach scheiße, ja. Dann kommen wir zu den Bugs, ja. Das Spiel ist jetzt schon, also ich habe das jetzt, es ist jetzt Donnerstag, in 2 Tagen habe ich das Spiel eine Woche, ja.
Und bis dahin wird sich wahrscheinlich mit den Bugs auch noch nichts geändert haben. Ich habe schon die nächste Version runtergeladen. Es buggt ohne Ende, wie ein Spiel von 1990. Die Grafik ist von 1999. Also selbst hier Tomb Raider 2, was ich parallel spiele auf der PlayStation 2, sieht besser aus. Es ist grottig, ja. Aber da es zwischenzeitlich auch gut war, es Scare-Jumps gab, es gruselig war, es verstörend war, krank war, auch an manchen Stellen, kriegt es keine 6, sondern eine 5. Ja, ich musste damit jetzt so hart umgehen mit dem Fazit, aber es ist nun mal so. Also ich würde jetzt auf jeden Fall von der Kaufempfehlung total abraten. Vergesst es, das Spiel ist scheiße. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und ach ja, und fürs Let's Play total ungeeignet. Also, wenn ihr es Let's Playen wollt, auch Let's Player seid, es Let's Playen wollt, ist es zum Let's Playen ungeeignet. Sucht euch irgendwas anderes. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute, trotzdem. Bis dann. Ciao.